Herzlich willkommen zu Endlich Begehrenswert, der Podcast für Frauen, die bereit sind, endlich zu der Frau zu werden, die sie schon immer sein wollten. Von und mit Michaela Wild. Heute möchte ich mit dir über das Thema sprechen. Warum fällt es uns Frauen eigentlich so schwer, unseren Körper einfach so zu lieben, wie er ist? Über dieses Thema habe ich schon oft gesprochen. Es ist auch direkt eine der ersten Folgen gewesen, über die ich den Podcast gemacht habe. Die werde ich dir hier auch nochmal verlinken. Aber heute möchte ich direkt nochmal auf das Thema eingehen und dir auch eine Geschichte dazu erzählen. Wenn wir als Baby auf die Welt kommen, dann lieben wir unseren Körper. Unser normaler Zustand ist, unseren Körper zu lieben. Babys erforschen ihren Körper. Babys fassen sich überall an, wollen alles kennenlernen, alles erfüllen. Fühlen. Es ist so spannend für sie, sich mit diesem Körper zu beschäftigen. Jedes Baby, das auf die Welt kommt, liebt seinen Körper. Auch du hast deinen Körper als Baby geliebt. Das ist unser natürlicher Zustand. Die Frage ist, wo ist das Ganze eigentlich verloren gegangen? Und wie können wir da wieder hinkommen? Meine Überzeugung ist, das Verhältnis, das deine Mutter zu ihrem Körper hatte, überträgt sich extrem darauf, was du ein Verhältnis für deinen Körper hast. Ich kenne meine Mutter nur als einen Menschen, die mit sich und ihrem Körper unzufrieden ist. Ich kann mich nicht erinnern, meine Mutter jemals vorm Spiegel gesehen zu haben, wie sie gesagt, yeah, ich fühle mich wohl, ich sehe heute gut aus, sondern ich kenne meine Mama als einen Menschen, die mit kritischem Blick vorm Spiegel steht, die ihre Speckfalten in die Finger nimmt, wenn sie vorm Spiegel steht, die immer nur sagt, oh Gott, sehe ich schrecklich aus, das kann ich nicht anziehen, wie sehe ich denn damit aus, so. Ich kenne meine Mama nur als einen Menschen, die sich und ihren Körper kritisiert. Das ist das Erste. Wir Kinder, wenn wir Kinder sind, wir lernen kaum durch das, was uns erzählt wird, sondern viel, viel mehr als das, was wir vorgelebt bekommen. Auch hier ein guter Tipp für alle Ziele im Leben. Der schnellste Weg, ein Ziel zu erreichen, ist einfach jemanden, das Verhalten eines Menschen nachzumachen, der das hat, was du haben willst. Und als Kinder denken wir natürlich, so sind wir programmiert, unsere Eltern sind unsere Göttinnen, die Mamas sind die Göttinnen, die Väter, die Götter, die wissen, wie das Leben funktioniert. Von denen lernen wir alles, sowieso alle Erwachsenen, aber besonders unsere Eltern. Und wir wollen sein wie unsere Eltern. Das ist ein ganz natürlicher Prozess, denn so lernen wir. Wir lernen laufen, indem wir es nachmachen. Aber leider lernen wir auch, wie wir uns in unserem Körper sehen von unseren Eltern und vor allem von der Zeit, mit der wir die meiste Zeit verbringen. Und das war bei den meisten von uns unsere Mutter. So, das heißt, ich habe gelernt, eine Frau steht vorm Spiegel und kritisiert sich. Spannenderweise kenne ich dieses Verhalten von meinem Vater nicht. Aber ich habe gelernt, eine Frau steht vorm Spiegel und kritisiert sich und ist nie mit sich zufrieden. Bei mir kam damals noch dazu, und ich erzähle dir das deshalb, um dich zu inspirieren, mal in deine Vergangenheit zu gucken, was denn da los war. Was bei mir war, ich bin 5 Wochen zu früh gekommen, ich war ein Frühchen. Und ich war sehr, sehr klein und dünn. Ich war gesund, aber ich war sehr klein und dünn. Und das ist sehr lange geblieben. Das heißt, ich war bis zur Pubertät immer die Kleinste und ich war zaundürr. Ich war wirklich in meinen ersten Jahren in der Grundschule bis in die Pubertät und ich war ein absoluter Pubertät-Spätzünder, war ich wirklich sehr, sehr, sehr dünn. So, jetzt hatte ich eine Mama, die sich immer als zu dick empfunden hat. Meine Schwester hat als Kind auch eher dazu geneigt, zuzunehmen. So, das heißt, meine Schwester war auch unzufrieden mit sich und ihrem Körper. Und dann komme ich, die Dünne. Meine Mama schaut mich an, weil sie, heute verstehe ich, weil sie mit sich unzufrieden war, weil sie sich zu dick gefühlt hat, sieht mich und sagt mir regelmäßig, wie
ekelhaft ich aussehe. Ich habe so oft von meiner Mama, von meiner Schwester, aber auch von ganz vielen anderen Menschen um mich herum gehört, ich sehe ekelhaft aus. Ich bin ein dürres Klappergestell, ein Skelett, wie hässlich, wenn man jede Rippe sehen kann. All diese Dinge habe ich über viele Jahre immer zu hören bekommen. Gleichzeitig, okay, Frau steht vorm Spiegel und kritisiert sich. Dann hat meine Mama oft meiner Schwester die Schokolade weggenommen, dass sie nicht zu dick wird, und sie mir gegeben, weil ich endlich mal zunehmen soll, weil es ja ekelhaft ist, wie ich aussehe. Jetzt kannst du dir vorstellen, was das mit meiner Schwester gemacht hat. Die hat dann natürlich auch nicht gesagt, oh, meine geliebte kleine Schwester, zum Glück kriegst du alle Schokolade und mir wird sie weggenommen. Dass meine Schwester wurde unterbewusst auch noch dazu angeheizt, schön gegen mich zu wettern. Das heißt, ich bekam regelmäßig in meiner Familie zu hören, wie hässlich und ekelhaft ich aussehe. Und wie gesagt, ich lerne, Frau steht vorm Spiegel und kritisiert sich. So bin ich programmiert. So bin ich programmiert. Viele, viele Jahre. Es ist mir einfach antrainiert worden, mich hässlich zu finden, meinen Körper hässlich zu finden. Und irgendwann hat das Ganze ins Gegenteil übergeschlagen. Als ich 20 war, habe ich dann auf einmal 17 Kilo zugenommen und war nicht mehr die Dünnste, sondern das Moppelchen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich will dir damit dich einfach anregen. Guck doch mal in deine Vergangenheit. Was hast du als Kind über deinen Körper zu hören bekommen? Wie war das Verhältnis deiner Mutter zu ihrem Körper? Hier nochmal eine Geschichte. Dadurch, dass ich so klein und dünn war, war ich natürlich eine absolute Niete im Sport. Also auch hier, ich hatte nicht von Anfang an ein gutes Verhältnis zu Sport und habe Sport geliebt, sondern auch hier habe ich viele Jahre geglaubt, Sport ist nichts für mich. In meiner Klasse war ich so ziemlich die Langsamste. Ich konnte keinen Ball fangen. Keiner wollte mich in der Völkerballmannschaft haben, weil ich einfach keinen Sport konnte. Zu klein, zu dünn, zu langsam, konnte keinen Ball fangen. Das heißt, auch da ist mir gesagt worden, mit meinem Körper, mit mir kann man da nichts anfangen, mit meinem Körper. Auch hier wieder eine Konditionierung gegen mich und meinen Körper. Was ist in deiner Vergangenheit alles passiert? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Was ist dir gesagt worden über deinen Körper? Was hast du erlebt in Bezug auf deinen Körper? Und wie hast du deine Mutter in Bezug auf ihren Körper erlebt? Und wir Frauen sind gerade, wenn wir in die Pubertät kommen, ja auch nicht unbedingt alle nett zueinander, sondern wir drücken es uns natürlich auch schon schön richtig gegenseitig rein, was wir alles ekelhaft an den anderen finden. Ja, ich war auch, wie gesagt, absoluter Pubertät-Spätzünder. Kein Arsch, kein Tittchen, flach wie Schneewittchen. Kennen vielleicht auch einige den Spruch. Also hier wieder. Ich bin hässlich, ich bin nicht richtig. Und all das, was wir so viele Jahre in uns reingeimpft bekommen haben, was einfach nicht der Wahrheit entsprochen hat, sondern daraus entstanden ist, weil andere mit sich unzufrieden waren und deshalb auf dich geschossen haben, all das darfst du aus deinen Zellen wieder rausbringen. Und dann wird es auf einmal leicht, deinen Körper schön zu finden und zu lieben. Aber all das, was dir jahrelang, wie gesagt, die anderen haben das nicht gemacht, weil sie böse waren, und sie haben das nicht gemacht oder gesagt, weil es der Wahrheit entspricht. Und auch deine Mama, egal welches Verhältnis sie zu ihrem Körper hatte, es war ihr Problem. Es war ihr Problem und du hast es einfach mit auf dich angenommen und gelernt, so zu sein. Andere haben vielleicht dich und deinen Körper beleidigt, aus irgendeinem Problem, das sie mit sich selbst hatten. Es hatte nichts mit dir zu tun. Nichts. Und wenn du all diese Jahre der Programmierung lernst, aus deinem Körper zu entfernen, dann wird es dir leicht fallen, deinen wunderschönen Körper zu lieben. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge. Wenn du Fragen hast, lass es mich gerne wissen. Schreib mir eine E-Mail an office@michaelawild.com. Hinterlass mir auch gerne eine Bewertung oder teile diesen Podcast. Unter allen, die mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen und mir einen Screenshot davon schicken, verlose ich bis zum 30.09. einen 50-Euro-Amazon-Gutschein
und einen meiner Videokurse endlich begehrenswert, die Abnehmrevolution, in der du alle Geheimnisse der Hollywood-Stars erfährst über Schlanksein und Abnehmen. Zusätzlich gibt es dafür ein Audio mit einer Hypnose zum Abnehmen und viele, viele Worksheets. Ich freue mich auf deine Einsendung, freue mich über dein Feedback. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.